Lampe. Grüß Gott, ich will mein Shop-My-Stash-Video machen. Das letzte ist schon länger her. Ich habe nur gerade Angst, dass mir alles runterfällt. Ich versuche, im Gesicht anzufangen. Als Make-up-Primer, das kriege ich nicht mehr raus, habe ich von L'Oreal einen aktuell. Den habe ich mir mal nehmen dürfen, weil das war ein Tester. Da ist nicht mehr viel drin, wie ihr sehen könnt. Ich weiß nicht, ich finde den jetzt nicht so besonders. Ja, ich meine, ich habe ihn ganz schön gut aufgebraucht, aber ich finde ihn jetzt nicht so besonders. Als Make-up, ich muss ein bisschen rumstödeln. So, weil ich so viele Lidschatten verwende. Als Make-up habe ich die Whipped Cream Foundation von Max Factor angefangen. Die finde ich echt cool. Also die, da habe ich sogar noch ein paar Backups. Das Make-up mag ich wirklich sehr, sehr gern. Das Problem ist, es gibt es nicht mehr. Dann als Bronzer. Zuerst mache ich eine ganz strenge Kontur mit dem, den kennt ihr eh auswendig, diesen Sunny Bronzer von New York Color. Er wird und wird nicht leer. Ich kann machen, was ich will. So sieht er jetzt aus. Das Problem ist bei dem, ich habe das Gefühl, dass der, wie soll ich das erklären? Am Anfang war der sehr stark pigmentiert und umso weniger drinnen ist, umso schlecht kriegt man Produkt raus. Zumindest bilde ich mir das so ein. Ich kann aber nicht sagen, ob es stimmt. Dann noch drüber zum Konturieren benutze ich jetzt aktuell einen Catrice Bronzer, der schon ziemlich abgefuckt ausschaut. So sieht die Verpackung aus. War mal aus einer Kuba-Idee? Ja. Ja, der ist riesengroß. Hat aber schon ein kleines, also Hinterpen nicht, aber eine Kuhle. Man sieht auch ein bisschen das Pfännchen durch. Seht ihr das? Den mag ich total gerne. Der lässt sich voll leicht verblenden. Ich kann auch, wenn ich zu viel erwische, der lässt sich trotzdem schön verblenden. Also den mag ich echt gern. Ich werde ihn sicher lang haben, weil er groß ist, aber egal. Ich benutze ihn ja gerne. Als Blush habe ich drauf von Megan Rouge. Das ist das Creme Blush in Posy. Posy sieht so aus. Das mag ich auch total gern. Ist auch schon so eine kleine Kuhle drin. Das benutze ich immer zuerst. Und danach, bevor ich Highlighter und so auftrage, trage ich noch ein Puder Rouge auf. Das ist von Essence, aus einer Limited Edition gewesen. 01 Alpha Beta Gamma. Das ist das mit diesem beschissenen Deckel. Da haben sich wirklich nicht viel überlegt mit der Verpackung. Und so sieht das aus. Ich mag es ganz gerne. Eigentlich bin ich jetzt nicht so der rosa Mensch, also der jetzt so auf rosa abfahrt. Ich sollte da eigentlich das nicht sagen wegen meiner Lidschattensammlung, aber das Blush finde ich echt schön. Aber wenn es leer gehen würde, wäre ich nicht traurig, sondern wäre ich eher froh. Dann habe ich noch eine Highlighter-Kombination, die ich total liebe. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt sieht. Ganz leicht vielleicht. Ich habe jetzt angefangen, den Essence So Glow Highlighter in Creme. Nochmal von vorne. Ich habe den Highlighter von Essence, den Creme-Highlighter angefangen, in So Glow heißt der ja. Also hier ist das Ding. Immer diese Shop-My-Stash sind so verpeilt. Keine Ahnung wieso. Das ist 20, die Nummer 20, Bright Up Your Life. Alter Schwede. So sieht er aus. Ich finde ihn gar nicht so schlecht. Also er kommt ganz nah an MAC ran. Es ist jetzt kein MAC Creme Highlighter, aber er kommt sehr, sehr nah dran. Ich mag den wirklich gern. Schade, dass sie den aus dem Sortiment genommen haben, weil das war ein echt gutes Produkt. Ich mag das wirklich gern. Ich kann das nicht verstehen. Irgendwie ist das Video heute nicht mein Ding. Als nächster zeige ich euch einen Puder Highlighter. Das ist einer von MAC. Sieht so aus. War aus einer Limited Edition. Dein Name ist so kompliziert, um auszusprechen. Deswegen hier. Und aussehen tut er so. Da hatte mal das voll schöne Muster. Da unten kann man es noch erkennen. Aber durch das, dass ich ihn so oft benutze, ist die Marmorierung schon weg. Ich liebe den aber. Ich finde den so wunderschön. Ich weiß nicht, was ich mache, wenn ich einen Pen habe. Fragt mich nicht. Ah ja, ich habe noch drei Sachen vergessen. Sogar mehr. Ja, bevor ich natürlich Rouge und so auftrage, das habe ich voll vergessen jetzt. Als Concealer verwende ich den von Essence. Den gibt es ja auch nicht mehr im Sortiment. Den trage ich vor dem Ganzen auf, habe ich jetzt vollkommen vergessen. Und dann trage ich noch so hier auf der Stirn, hier, hier und hier. Habt ihr sicher in irgendeinem Video schon mal gesehen. Von Estee Lauder den Ideal Light Illuminating bla 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 auf. Gibt es ja auch leider nicht mehr. Die Verpackung wird immer hässlicher bei mir. Das war eigentlich so schön und jetzt wird das immer abgegrabbelter.
Den habe ich schon so lange in Verwendung und der wird und wird nicht leer, was ja nichts Negatives ist. Zum Concealer fixieren habe ich einen Lancôme-Puder, das kennt ihr auch schon, da ist auch nicht mehr viel drin, wie ihr sehen könnt. Das ist das hier. Ich liebe es und ich bin traurig, wenn das leer wird, weil ich mag das total gern. Um das Ganze dann zu fixieren, habe ich jetzt ein anderes Puder angefangen, weil mir das von Lancôme leer worden ist. Da war ich auch voll traurig, wie das leer worden ist, weil das ist so ähnlich wie das von Lancôme. Sehr, sehr ähnlich. Gibt es aber auch nicht mehr, weil das war mal aus einer Catrice Limited Edition. Das war aus dieser Vegas LA. Da kommt jetzt bald dann irgendwann auf Instagram von mir ein Foto. Das war, wird bestimmt jetzt schon online sein, wenn das Video online ist. Da war so eine Frau oben drauf, die jetzt natürlich nicht mehr oben ist, weil ich sie benutzt habe. So, und das ist mein absolutes Lieblingspuder. Noch immer. Das hab ich, da habe ich mir so viele Backups gekauft von der LA. Das war echt abnormal. Wirklich abnormal. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt. Viele, die mir länger zuschauen, wissen das vielleicht noch. Da habe ich wirklich viele Backups gehabt davon. Wirklich viele Backups. Und das ist jetzt mein letztes. Ja. Aber ist ja nicht so, als hätte ich nicht genug Puder eingekauft vor kurzem bei Sense. Ja, dann gehen wir schon zu den Augen. Dann kommen wir schon zu den Augen. Als Lidschattenbase habe ich wie immer den MAC Painterly Paint Pot. Sieht so aus. Ist schon eine riesen Kugel drin. Also für das, dass ich sie noch nicht so lang... Oh, ich benutze ihn eigentlich schon sehr lang. Ja, eigentlich. Also Augenbrauen zeige ich euch auch gleich. Da benutze ich noch immer das von MAC. Das wird auch so bleiben. Diese... Wie heißt das? Brow Gel Creme. In Deep Dark Brunette. Ich finde jetzt, wo ich nicht mehr schwarzhaarig bin, passt es sogar noch besser. Also wenn dann meine eigene Haarfarbe kommt, natürlich das drunter jetzt nicht so, aber wenn dann meine eigene Haarfarbe kommt, passt das auf jeden Fall noch besser. Ich würde auch zu nichts anderes wechseln. Jedes Mal, wenn ich Augenbrauenstifte sehe, die neu rauskommen, denke ich mal, benutzt du einen oder nee, oder kaufst du dir einen? Nee, du hast eh dein MAC-Ding, also bist eh ausgestattet. Da bin ich brav, da könntest du echt stolz auf mich sein. Dann habe ich hier ein Augenbrauengel. Das ist das von der Essence Limited Edition. Little Eyebrow Monster, das war das, da ist nicht mehr viel drin, wie ihr sehen könnt, das wird sicher bald leer gehen. Ich fand's okay, aber es ist jetzt nichts Besonderes, nur so mal dazu. Dann gehen wir weiter bei den Augen. Ich benutze immer noch einen Gel-Eyeliner oder Creme-Lidschatten noch über meinem MAC Paint Pot drüber. Aktuell verwende ich, ich weiß nicht, ob ich euch den schon in den letzten Videos gezeigt habe, das weiß ich ehrlich gesagt wirklich nicht. Auf jeden Fall ist das von Essence, war aus einer Nat Venturista LE. Die LA hat mir ja urgut gefallen. Das war so richtig meins grün und dann solche Farben. Das war so richtig meins. Das ist 02 Mother Earth Watch. Mother Earth is Watching You heißt ja. Ich sollte mir eine Brille zulegen, Leute. So sieht er aus. Den habe ich drunter. Noch so als Lidschattenbase. Drüber. Jetzt kommt meine Palette. Ich habe die vorher ein bisschen aufgestockt. Im Sammlungsvideo habt ihr den nämlich noch anders gesehen. Und jetzt habe ich sie anders gemacht. Wie zeige ich das her? Ohne, dass da irgendwas rauskullert. Den hier habe ich oben zusammengemischt mit dem. Dann noch ein bisschen gemischt mit dem Bronzelton da oben von Essence. Das ist ein Vierer-Ding, das habt ihr im Sammlungsvideo auch gesehen. 01 Hello Sweetheart. Ich fand den Ton so schön, aber in Wahrheit ist er gar nicht so schön. Schaut nur so schön aus. Ja. Und dann eben, wie gesagt, oh Gott, alter Schwede, wie soll das funktionieren? Dann, wie gesagt, mische ich die drei Goldtöne mit dem. Das ist von Catrice, der I Love Champagne oder so. Und dann in der Lidfalte habe ich den roten, ich komme kurz ein bisschen näher. In der Lidfalte habe ich den Rotton, den muss ich aber ein bisschen schichten, der ist schon so alt. Wenn ich den verblende, sieht man ihn nicht mehr, deswegen schichte ich den. Das ist auch meistens ein Make-up, das ich immer zu Weihnachten trage, also immer Gold mit Rot. Immer. Wirklich immer. Normalerweise habe ich auch passend meine Nägel lackiert, aber ich habe in letzter Zeit keinen Bock dazu. Aber die Farben finde ich echt schön und den roten Lidschatten, den finde ich sowieso Hammer. Und ihr seht ja, was für ein Riesen-Hit-the-Pain ich habe. Das habe ich ja seit letztem Jahr schon. Weil ich den jedes Jahr eben zu Weihnachtszeit verwende. Also meistens immer Anfang November, Dezember so. Ja, dann habe ich noch den roten Lidschatten mit meinem, mit einem Lidschatten verblendet. Von Essence.
Habt ihr auch ein Sammlungsvideo? Kennt ihr den? Das ist der Cream Canvas 02. Mein absolut perfekter Blendton. Ich hoffe, ich finde einen Ersatz, wenn der mal leer geht. Obwohl ich ja eh zigtausend Lidschatten habe, aber wurscht. Im Innenaugenwinkel habe ich noch immer, wie immer, den Essence White Hype. Sollte ich eigentlich auswendig wissen. Der sieht so aus, ist schon ein riesengroßes Loch drinnen. Unter der Augenbraue, hier drunter zum Verblenden noch, habe ich noch immer diesen Freaky Friday Lidschatten, den weißen, habe ich unter der Augenbraue. Ich finde das so schön, also ich freue mich schon, wenn ich mich wieder mit dem schminken kann. Mir geht das irgendwie ab, aber ich wollte mich jetzt halt so weihnachtlich anpassen, weil das trage ich eher so im Herbst, dieses Teil hier. Ich hoffe, dass es irgendwann mal leer wird. Ich glaube, den kriege ich noch früher leer als die anderen alle, aber das wäre auch nicht so schlimm. Ja, also der ist schon echt gut in Benutzung gewesen zurzeit. Ich weiß aber nicht, ob das so bleibt, ob ich nicht dann zu meinem Noemi wieder wechsle, weil ich will das ja gemeinsam aufbrauchen, dieses Viererteil. Versteht ihr, wie ich das meine? Ich hoffe es. Bevor ich meinen Eyeliner ziehe, meinen schwarzen, mache ich immer so eine Art, wie kann man das sagen? Ich mache so eine grobe Linie mit einem braunen oder schwarzen Kajal. Und diesmal benutze ich den von Love dafür, weil unten für die untere, für den unteren Wimpernkranz hält er mir nicht mehr so wie früher. Also ich mag ihn nicht mehr so gern wie am Anfang. Am Anfang mochte ich den ja sehr, sehr gern, aber jetzt irgendwie nicht mehr. Was habe ich denn da noch? Oh, ich habe vorhin Concealer auch zeigen vergessen. Ich benutze auch hin und wieder für so Pickelchen und Sachen, die ich nicht abdecken kann mit dem Essence Concealer. Benutze ich noch den zurzeit sehr, sehr häufig. Das ist von MAC, der Studio Finish Concealer in NW15. Den mag ich auch voll gern. Sind sicher ein paar Haare oder so drin, so Flankerl, sorry dafür. Aber ich gehe da mit einem Blender rein, mit so einem Mini-Blender gehe ich damit rein und dann verblende ich das im Gesicht, weil ich mit dem Finger aber nicht mehr... Das kann es doch nicht sein, oder? Ja, ganz schnell, wenn meine Mom und mein Bruder brauchen die Semmelbröseln. Ich darf nämlich dann auch Cordon Bleu essen. Alter, jetzt ernsthaft? Ja, das kommt ziemlich gut im Video an. So, jetzt reiß ich dreh so flott los. Ganz, ganz schnell. Über den Kajalstift, den ihr von Love gesehen habt, kommt noch mein Make-up Factory Gel Eyeliner. Kennt sie auch schon. Ist schon die Hälfte fast weg. Mag ich auch noch immer. Es kommt halt immer auf den Pinsel an, den ich verwende. Dann für einen unteren Wimpernkranz, weil ich das halt so weihnachtlich haben will. Ich finde die Kombination nämlich so schön. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Ich finde das voll schön. Zuerst wieder als Unterlage, kann man sagen. So wie beim Make-up Primer benutze ich von P2 einen Kajal. Den finde ich aber jetzt nicht so berauschend, wenn ich ehrlich sein soll. Man sieht ihn noch nicht so stark. Auf der Hand mehr als auf dem Auge. Das ist jetzt die Farbe 230 Jade oder Jade. Ich sag Jade. So, und dann noch drüber. Über den habe ich den von Lancôme. Das ist der 05 Tok. Ja, schön. Könnt ihr das lesen? So heißt er. Ich mag den aber urgerne, weil der passt so richtig zu meinem Weihnachts-Make-up. Die zwei, drei letzten Dinge, musst du mich noch umsetzen. Die drei letzten Dinge sind natürlich meine Mascaras, die ich zurzeit verwende. Das ist einmal die von Lancôme, die Grandiose Extreme. Die mag ich sehr gerne, weil ihr seht, dass sie schon am Eintrocknen ist. Ich habe auch das Gefühl, dass sie nicht mehr lange verwendbar sein wird. Leider. Das Problem ist, ich bekomme sie halt von den Wimpern nicht mehr runter. Das ist das, was mich nervt. Jedes Mal habe ich noch einen Rest davon auf den Wimpern. Jedes Mal. Sie macht ein schönes Ergebnis. Habe ich gesungen? Nö. Sie macht ein schönes Ergebnis, aber wenn ich es abschminken will, ist das immer die Hölle. Und drüber gebe ich immer die Max Factor Masterpiece Max High Volumen and Definition Mascara. Bist du deppert? Das ist ein langer Name. So schaut die aus. Und das Bürstchen ist so. Das ist ein richtig schönes Gummibürstchen und mit dem kann ich dann so richtig gut die Wimpern trennen. Ja, dann das Letzte, das was ich jetzt aktuell auf den Lippen habe. Ich benutze jedes Mal was anderes, das wisst ihr, aber in der Handtasche habe ich auch einen anderen Lippenstift und
bei den Videos drehen, habe ich auch immer einen anderen Lippenstift um. Und den ich jetzt um habe, ist der MAC Cozy Up. Den liebe ich. Der sieht so aus. Das ist einer meiner absoluten Lieblings-MAC-Lippenstifte. Also wenn der leer gehen würde, würde ich mir den auf jeden Fall nachkaufen. Weil der ist echt, echt gut. Habe ich vorher noch nicht kannt, aber durch das, dass ich den geschenkt bekommen habe von einer YouTuberin, die keine Videos macht, wo ihr auch die Lidschatten gesehen habt vom MAC, seitdem mag ich den total gerne. Ja, das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Es war ein bisschen chaotisch, weil da auch noch wer dazwischen angerufen hat. Aber egal. Jetzt muss ich meinen Bruder und meiner Mom die Semmelbröseln rüberbringen. Dann hoffe ich, dass sich noch ein Video ausgeht. Weil ich muss vordrehen, weil die Weihnachtszeit wird stressig werden, Leute. Ich muss wirklich vordrehen. Weil nächste Woche habe ich nur einen Tag frei und da bin ich auch wieder unterwegs. Und da weiß ich nicht, ob ich zum Drehen komme. Deswegen, ja. Ich hoffe, dass ich morgen auch zum Drehen komme, dass das Licht heute auch so schön ist wie... Dass das Licht morgen auch so schön ist wie heute. So. Ich höre jetzt auf zu labern. Ihr könnt es mir gerne mal schreiben, ob ihr schon eine Verbesserung seht, was an Produkten belangt. Ob ich braver bin mit dem Benutzen oder ja nicht, bla bla bla. Könnt ihr gerne mal schreiben. Und ihr könnt mir auch gerne mal schreiben, was euer Lieblingsprodukt ist, das ihr zurzeit verwendet. Ich finde den Austausch nämlich immer so cool. Yeah. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!